Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger. Und eine Freundin von mir ist vor einigen Jahren nach Zypern gezogen und ich habe neulich mit der wieder so ein bisschen geschrieben. Und da kam ich auf die Idee, warum sollte ich nicht mal eine Band aus Zypern hier vorstellen und drauf reagieren? Da habe ich mal geguckt, welche Bands aus Zypern es so gibt. Und da wurde mir unter anderem Temple of Evil vorgeschlagen. Kannte ich noch gar nicht. Sind bei Folter Records unter Vertrag in Berlin. Das heißt, das ist ja auch gar nicht so fernab, dass man die erkennen könnte. Aber sagten mir bisher noch nichts. Das Logo habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ne, hier. So. Aber ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Black Metal aus Zypern. Das Lied heißt Metosiosis. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Live aufgenommen am 22. April 22. Und ich würde sagen, los geht das. Also, typisch Black Metal, so ein bisschen die Kerzen da aufgebaut. Für kleine Shows, bei großen Shows ist das natürlich ein bisschen pompöser, aber der Song fängt schon mal böse an. Also ja, ich liebe ja langsam Black Metal. So ein bisschen tragend. So. Ich mag ja auch Funeral Doom total gerne. Total langsam, total tragend. Ich könnte beim Black Metal so einschlafen, das beruhigt mich. Auch mit Blast Beats und allem drum und dran. Einfach nur genießen. Das ist jetzt ein reines Instrumental. Vielleicht wird gleich noch gesungen. Ich weiß es nicht. Aber es gefällt mir auf jeden Fall. Das ist gut. Ah ja, jetzt wird Blastbeat geil. Trotzdem, das beruhigt mich, wenn ich das höre. Ich verstehe natürlich kein Wort, aber er krächzt auch nicht so wie bei anderen, er schreit halt mehr, das ist trotzdem geil. Wenn die mal hier in NRW auf Tour sind, bin ich da, definitiv. Das wäre doch die richtige Band fürs Helvete. Die
Bühne da scheint doch die gleiche Größe zu haben wie im Helvete. Aber für eine Live-Aufnahme ist der Sound richtig gut. Also. Ja, der Song ist zu Ende. Geiler Song, gefällt mir. Temple of Evil Metosiosis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Vom Album Apolytrosis. Apolytrosis, da hören alle Lieder mit Sis auf. Katabasis, Apognosis. Und so weiter. Könnt ihr euch ja selber anschauen, bevor ich mir jetzt hier einen abstotter wegen den Liedern. Die Band hat sich 2008 gegründet, kommt aus Nikosia, aus Zypern und haben Alben rausgebracht, einige, zwei. Eins im 2015, das war The Seventh Awakening und jetzt Apolytrosis 2021. Und ich hoffe, ich werde demnächst noch mehr von der Band sehen und hören können. Die kommen bei mir auf jeden Fall in meine Playlist auf Spotify und ich gucke mal, ob ich irgendwie Sachen von denen bekommen kann, weil die gefallen mir. Die sind richtig gut und ich hoffe, die sind auch mal hier irgendwie in der Gegend unterwegs. Wie gesagt, sind bei Folter Records aus Berlin gesigned und kann ja sein, dass dass sie schon mal in Berlin waren. Ich gehe ganz stark davon aus. Vielleicht kommen sie mal irgendwie nach Nordrhein-Westfalen in Pott, Helvete oder nach Aachen in Musikbunker. Fände ich auch cool. Ich würde hingehen. Und ja, was soll ich da noch zu sagen? Hört viel Metal aus anderen Ländern. Einfach mal suchen. Geht mal auf Metal Archives. Gibt da mal einen bei den die Band sortieren nach Country, also nach Ort. Und da findet ihr so viele tolle Sachen so viele Bands kann man da entdecken, dann sieht man da irgendwelche Sachen, irgendwelche Namen der Bands, ob die aktiv sind, ob die nicht aktiv sind, was die für Musik machen und dann könnt ihr einfach mal auf Spotify oder auf YouTube reingucken. Wenn es euch gefällt, habt ihr was Neues entdeckt und das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und in diesem Sinne würde ich noch sagen, habt einen wunderschönen Tag, hört Metal, geht auf Konzerte.